Ich weiß nicht, wie es euch so geht im Lobpreis. Für mich ist das immer eine ganz spannende Zeit. Wir sprechen uns nicht ab. Ich weiß nicht, am Ostersonntag hatte ich Angela, meine Frau, mal gefragt gehabt, was für Lieder kommen denn? Das verrate ich dir nicht. Und okay, an Ostern, da gibt es so einigermaßen die Richtung vor, sodass man sich vielleicht dann auch mit der Predigt so ein Stück weit darauf einstellen kann. Aber heute, das ist jetzt quasi alles unvorbereitet. Und es ist wunderschön zu sehen, wie der Geist Gottes einfach, ja? Genau, da kommen wir jetzt gerade drauf, wie der Heilige Geist wirklich verschiedene Menschen an verschiedenen Orten benutzt, um sein Reich zu bauen und alles zusammenzufügen, damit es ein Ganzes gibt. So ist das quasi hier nicht so eine Ein-Mann-Show, wo alles vorbereitet wird, wie auf diesem Discovery Channel, wo man, wenn kein weißer Hai da ist, dann muss man halt einen basteln, sondern ist wirklich live und die Regie führt Gott selber. Und ja, zu Beginn, ich bete auch noch und dann wollen wir uns unter die Gnade Gottes stellen und einfach hinhören, was Gott uns sagen möchte. Vater, danke für diese Lobpreiszeit, danke, dass wir wissen dürfen, dass du hier bist und dass du mit deinem Geist regierst, dass du jeden Einzelnen von uns berühren möchtest und immer wieder möchten wir dich einfach bitten, schenk du uns offene Ohren, lass du uns mit deinen Augen sehen, dass wir diese Welt verstehen können, aber auch, dass wir unser eigenes Leben verstehen können und an deinem Reich mitbauen können. So, lass uns aufmerksam sein, darum möchte ich dich einfach bitten, Herr. Amen. Ja, ich weiß noch, oder ich weiß nicht mehr so genau, ob ihr es wisst, kurz bevor ich nach Afghanistan gegangen bin, haben wir uns den ersten Johannesbrief hier angeschaut. Dort haben wir das erste Kapitel soweit einmal durchgearbeitet gehabt. Johannes selber schrieb diesen Brief. Insgesamt gibt es 3 Johannesbriefe, die er uns quasi hinterlassen hat. Vermutlich in Ephesus, wahrscheinlich war er so gute 90 Jahre alt. Er war am Ende von seinem Wirken, am Ende von seinem Leben und was er machen wollte mit diesen Briefen, er wollte, oder mit diesem ersten Johannesbrief insbesondere, er wollte die Gemeinde vorbereiten auf die Zeit, wenn er nicht mehr da ist. Johannes war ein Apostel, Johannes war einer der Apostel, der von Anfang an mit Jesus gelebt hat, der alles live gesehen hat und er wollte den Gemeinden einfach noch einmal ein Vermächtnis hinterlassen und sagen, Leute, es gibt wichtige Dinge und es gibt unwichtige Dinge. In diesem ersten Jahrhundert, so 90, 97 nach Christus, kamen langsam fremde Lehren auf. Ja, Jesus, der gekreuzigte Jesus, war für die Griechen immer schon Torheit. Es war für die Griechen unverständlich, dass Gottes Sohn an ein Holzkreuz geschlagen wurde. Und für die Juden in der damaligen Zeit war es einfach schlichtweg ein Ärgernis. Sie haben sich geärgert über dieses Kreuz. Sie haben sich geärgert über diese Inschrift, die Pilatus dort ans Kreuz schlagen lassen hat, Inri. Übersetzt stand dort letztendlich Jehova. Dieser Jesus von Nazareth, König der Juden. Es war ein Ärgernis für die Menschen dort. Und so wollte Johannes, ich möchte sagen, nicht mit seiner letzten Kraft, aber in dem Wissen von seinen letzten Tagen der Gemeinde einfach noch einmal hinterlassen, was wirklich zählt, was wirklich wichtig ist. Und in diesem ersten Kapitel haben wir, möchte sagen, 3 Eigenschaften Gottes erarbeitet. Da hieß es einmal in 1. Johannes 1, 3, die schreibe ich euch, damit ihr alle Gemeinschaft mit uns haben, also mit den Aposteln. Und unsere Gemeinschaft ist mit Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Es ging ihm um die Gemeinschaft. Das, was wir hier feiern, ist nicht, weil wir sonntags eben nichts Besseres zu tun haben, sondern weil wir Gemeinschaft mit Gott feiern möchten. Deswegen auch diese Lobpreiszeit, dieses Hinhören auf den Geist Gottes, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und das andere, was er sagte im Vers 4, und ich schreibe euch diesen Brief, damit eure Freude vollkommen ist. Wenn wir die Welt fragen würden, was ist der Motor, was treibt euch an,
Die meisten würden sagen, ich möchte Spaß haben im Leben, ich möchte Freude haben. Und Johannes schreibt dieser Gemeinde, ich schreibe euch diesen Brief, ich schenke euch all das Wissen, damit eure Freude vollkommen ist, dass da kein Mangel mehr ist. Ja, manchmal denkt man so, ja, wir müssen immer noch toller sein. Ja. Manche Leute, die springen von Brücken herunter mit einem Seil an die Beine, nur damit sie diesen Nervenkick bekommen, damit ihre Freude vollkommen ist. Und nachdem sie gesprungen sind, stellen sie fest, ich brauche mehr, das füllt mich nicht aus. Ja, so richtige Adrenalin-Junkies, die sagen, ich brauche immer noch mehr, weil es füllt mich nicht aus. Und Johannes schreibt, damit eure Freude vollkommen ist, damit es vollbracht ist, dass das Glas überläuft, dass es voll ist, dass ihr keinen Mangel mehr habt. Ja, und an diesem zweiten Sonntag ging es im Vers 5 drum, Gott ist Licht. Johannes schreibt der Gemeinde, um was geht es eigentlich? Es geht darum, Gott ist Licht und in ihm gibt es keine Finsternis. Er ist rein, er ist heilig, er ist ja, vollkommen. Ja, und wenn wir jetzt weitergehen ins zweite Kapitel, da fallen zunächst mal die ersten zwei Verse auf und ich finde es markant. Ich weiß nicht, ob ihr einmal darüber nachgedacht habt, was denn diese gute Nachricht ist, dieses neue Evangelium, dieses Evangelium. Und wenn ich mich zurück entsinne an meine Jugend, dann versucht man mit ganz vielen Worten das alles zu erklären, weil das ufert plötzlich aus und Johannes bringt es in zwei einfachen Versen auf den Punkt. Ich habe sie euch mitgebracht. Genau, da schreibt Johannes, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Aber nicht nur für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt. Danke, so weiter mal. Johannes schreibt an die Gemeinden und ich finde es so markant, wie er schreibt. Er sagt, meine Kinder, ich habe euch alle lieb. Meine Kinder, egal ob ihr groß seid oder klein, ihr seid immer noch meine Kinder. So wie Eltern zu ihren Kindern immer wieder sagen, ja, du bist mein Kind. Es ist nicht wichtig, da kommt die ganze Liebe des Johannes, die er für diese Gemeinden spürt und sagt, meine Kinder, ich möchte euch das Evangelium noch einmal schreiben, damit ihr nicht sündigt. Nun, Johannes wusste sehr wohl, dass die Gemeinden oder die Mitglieder in den Gemeinden damals, dass sie immer noch Menschen sind, dass sie fehlerhaft sind und dass sie Fehler machen. Und trotzdem ermutigt er sie und sagt, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt, auch damit ihr nicht weggeht von der wirklich guten Lehre und euch verlauft. Ja? Dass ihr das Ziel erreicht, dass ihr euch nicht verirrt auf dem Weg dorthin. Ich schreibe euch das, damit ihr ein heiliges und wohlgefälliges Leben führt, dass ihr kein Ärgernis für andere Menschen, aber vielmehr auch für Gott seid. Ich schreibe euch das, dass ihr wirklich dieses heilige Leben führen könnt. Und ich habe euch ja gesagt, in diesen zwei Versen, da steckt das ganze Evangelium. Was machen wir aber, wenn jetzt doch Dinge in unserem Leben schief laufen? Wenn wir doch stolpern, wenn wir über Sünde stolpern? Und er sagt, wenn wir denn doch sündigen, so haben wir einen Fürsprecher. Jesus Christus selbst ist unser Fürsprecher. Nun, Jesus war ganz Mensch und Jesus war ganz Gott, aber auf der Erde war er ganz Mensch, aber schuldlos. Wir haben Ostern hinter uns, wir haben dieses an Karfreitag dieses Sühneopfer gedacht oder gefeiert.
Und so möchten wir heute uns diesen Fürsprecher einmal etwas näher anschauen. Nun, Fürsprecher ist ein sehr altes Wort. In unserem heutigen Deutsch eigentlich kaum noch wirklich im Gebrauch. Aber es ist ein sehr spannendes Wort, denn der eigentliche Ursprung kommt daher, dass Jesus unser Held ist. Haben wir heute Morgen auch gesungen. Er ist unser Held. Und wenn ihr so nachdenkt über Helden, ich weiß nicht, was da in eurem Kopf so in den Gedanken plötzlich für Bilder entstehen. In der damaligen Zeit, in der Antike, waren Helden etwas ganz Besonderes. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Troja gesehen hat. Ja? Da gab es ja diesen Achilles, diesen Helden. Und das Spannende in der damaligen Zeit war, dass die Menschen, ich möchte sagen, zum Teil wahrscheinlich deutlich intelligenter oder weiterentwickelt waren, wie wir zum Teil in unseren heutigen Zeiten. In der damaligen Zeit war es oft üblich, dass man die Helden losschickte, um einen Kampf auszuführen, und der Sieger hatte die andere Armee besiegt. Das war dann quasi letzten Endes eigentlich sehr, sehr einfach gehalten. Zwei gehen in die Arena, einer kommt raus und entscheidet, wer gewonnen hat. In der Bibel finden wir ganz viele Geschichten von solchen Helden. Eine ganz berühmte ist sicherlich David und Goliath. Ich weiß nicht, wer in der Kinderstunde war, aber ich denke, sie ist sehr, sehr bekannt. Da waren diese zwei Heerlager. Auf der einen Seite die Philister, auf der anderen Seite war das Heerlager der Israeliten. Und wenn man in der Bibel nachschlägt, muss man sagen, die Israeliten, die fürchteten sich sehr. Die haben Angst gehabt, weil immer wieder zur Mittagsstunde kamen die Philister mit ihrem Goliath, diesem 3 Meter hohen Riesen mit schwerem Helm, Schild, langem Schwert und Spieß, und er verhöhnte die Israeliten. Und er forderte sie immer wieder heraus und sagt: Schickt euren besten Kämpfer und wir wollen entscheiden, wer den Sieg von diesem Schlachtfeld davonträgt. Und plötzlich war da dieser David. Da war dieser David, und David war jemand, der nach Gottes Gedanken lebte, der Freude hatte an Gott, der ließ sich nicht länger verhöhnen, und er sagte: Ich erschlag diesen Goliath. Es ist mir egal, wie groß der ist, mein Gott ist größer. Das Ende der Geschichte kennt ihr sicherlich alle. David nahm seine Schleuder, er nahm einen Stein, der erste Stein saß, Goliath fiel um und letzten Endes wurde Goliath mit seinem eigenen Schwert enthauptet. Der Sieg war im Heerlager Gottes. Nun, ein Gedanke für heute ist sicherlich: Wir alle haben auch unsere Riesen in unserem Leben. Wir haben unsere Probleme, wir haben die Dinge, die uns bedrängen. Und eine Lesart dieser Geschichte von David wäre sicherlich: Ich muss mich einfach mehr anstrengen. Ich bete mehr und dann kann ich vielleicht auch meine Riesen in meinem eigenen Leben besiegen. Ich kann sie niederringen, wenn ich mich nur genug anstrenge, wenn ich nur mutig genug bin. Aber ich glaube nicht, dass das der eigentliche Sinn dieser Geschichte ist. Es geht nicht darum, was ich machen kann, sondern Johannes bringt es auf den Punkt und sagt: Wir haben einen Helden und dieser Held ist Jesus Christus. Er ist der bessere David. Es geht nicht darum, was ich leisten kann, es geht darum, was er geleistet hat. Er hat diesen Riesen bezwungen. Jesus dort am Kreuz besiegte den eigentlichen Riesen, das, was uns beschäftigte. Er besiegte unsere Schuld. Er sühnte für unsere Schuld. Und Johannes legt sehr viel Energie und sehr viel Zeit letzten Endes darauf und sagt: Das möchte ich euch mitteilen.
ihr habt einen Helden, ihr habt einen Fürsprecher, der direkt bei Gott ist, schuldlos, Jesus Christus, den Gerechten. Paulus schreibt im Römerbrief, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und das betrifft uns, das ist unser Zustand, das ist mein Zustand. Sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühneopfer bestimmt. Jesus starb an unserer Stelle. Jesus wurde zum Fluch für uns. Darum heißt es auch, verflucht ist, was am Holz hängt. Heinz wollte gerade noch quasi dieses Bild, das ich euch demonstrieren möchte, aufräumen. Aber heute brauchen wir diese Orange. War so dankbar, dass wir nur eine gefunden haben. Meine Frau hat auch dort sehr weitsichtig mitgedacht. Ich möchte euch das einfach so anhand von einem einfachen Bild demonstrieren. Das, was Paulus letztendlich uns mitteilt. Wir alle haben gesündigt und Jesus wurde für uns dieses Sühneopfer. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Viele denken, Gott ist Liebe. Das haben wir heute gesungen und jawohl, das stimmt. Wir werden das auch noch in diesem Johannesbrief lesen. Aber ich habe schon ganz, ganz oft das erwähnt. Wenn wir in der Bibel nachschauen würden, was Gott ist, wie Gott sich selber beschreiben würde, dann würden wir lesen, Gott ist heilig. Und sündige Menschen haben keinen Zugang zu Gott. Nun haben wir da dieses Problem, dass Paulus schreibt, wir alle haben gesündigt. Ich bin ein Sünder und die Wahrheit ist, ich habe keinen Zugang zu diesem heiligen Gott. So wie die Sonne alles, was ihr zu nahe kommt, letztendlich verbrennt, so würde Gott mich auch verbrennen. Ich würde nicht in seiner Heiligkeit bestehen können. Und das, was wir an Karfreitag bedachten und letztendlich auch gesehen haben, war, an Karfreitag geschah das, was eigentlich mit uns hätte allen passieren müssten, wenn wir in Gottes Nähe sind. Aus einer Orange, die eigentlich ganz saftig war oder saftig ist, bleibt am Ende nicht mehr viel übrig und man wirft es letztendlich in den Mülleimer. Und das ist mein Leben, diese ausgelutschte Orange. Und Jesus in seiner Liebe zu uns nahm den Zorn Gottes, der für mich bestimmt war, und nahm ihn auf sich. Und das ist das ganze Evangelium. Jesus nahm all die Hölle, all das Leid, das mir zugedacht war, von diesem heiligen Gott auf sich und starb dort an diesem Holzkreuz wie ein Verbrecher. Aus Liebe für dich. In unserer heutigen Zeit ist das eigentlich sehr, sehr unpopulär. Wir reden ganz wenig noch über den Zorn Gottes, weil wir alle sagen, wir sind alle gute Menschen, wir sind alle irgendwo doch so ein bisschen, lasst es mich so ausdrücken, wir kennen jemanden, der schlechter ist wie wir. Es gibt immer einen, der ist etwas schlechter und dann lebt es sich eigentlich ganz angenehm, weil man ist nicht das Ende der Kette. Wir waren ja jetzt am Bodensee
Und es war sehr spannend, da war eine so, ich möchte sagen, eine Diskussionsrunde, und da ging es um Werte. Und es wurde sehr viel über Werte diskutiert und wie schlimm das jetzt ist, auch mit unseren, ich möchte sagen, neuen Mitbürgern hier in Deutschland, und dass sie so ganz anders sind wie wir. Und irgendwann dachte ich, wie verlogen diese ganze Debatte doch ist. Denn eigentlich ist es doch so, dass unsere Kirchen schon vor den neuen Mitbürgern leer waren und dass wir schon vor 10 Jahren angefangen haben, unsere ganzen Werte über Bord zu werfen. Wir haben eine neue Kultur geprägt, in der man sagte, Geiz ist geil. Und warum soll ich mich um einen Schwächeren kümmern? Ich muss doch gucken, dass es mir gut geht. Wir wurden mehr und mehr zu einer Spaßgesellschaft und haben gesagt, wenn mein Spaß ausreicht, wenn für den anderen was abfällt, dann ist das in Ordnung. Aber eigentlich muss ich gucken, dass es mir gut geht. Und so kam man dann irgendwann an den Punkt zu sagen, wir haben doch unsere Werte schon deutlich vor diesen neuen Mitbürgern abgegeben. Wir sind auf unserem Weg in die Moderne mehr und mehr gottlos geworden und wundern uns jetzt, dass wir nur noch ganz wenig Werte haben. Warum funktioniert Nächstenliebe nicht in einer Gesellschaft, die gar nicht an Jesus Christus glaubt? Nun, derjenige, der sagte, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, wenn ich an denen glaube, warum soll ich das dann tun? Das macht keinen Sinn. Aber zurück zum Text. Das Herz des Evangeliums ist, Gott ist gut, Gott ist heilig, und die schlechte Nachricht ist, wir nicht. Und Johannes schreibt dieser Gemeinde und sagt, aber ich habe gute Nachricht für euch. Jemand anderer, Jesus Christus, hat für dich bezahlt mit seinem Leben. Die Sünde, der Riese, der in deinem Leben ist, der lastet nicht mehr auf dir. Da gibt es diesen Helden und er hat ihn bezwungen. Das ist wirklich gute Nachricht. Wenn Jesus Christus dein Held, wenn Jesus Christus dein Fürsprecher in deinem Leben ist, dann ist die Frage nicht mehr, ob ich selber genug oder gut genug bin für Gott. Es ist sehr einfach zu beantworten, nein, ich bin es nicht. Aber dieses Opfer von Jesus reicht aus. Dieses Opfer Jesu ist gut genug und wird dein ganzes Leben lang halten, wie dieses Bild, das uns Michael gesagt hat, mit diesem aufgelösten Zucker. Wenn Jesus dich ganz durchdringt, dann ist dein Leben für Gott annehmbar. Nicht aufgrund deiner Taten, nicht darauf, ob du ein Gottesdienstbesucher warst oder nicht, ob du täglich in deiner Bibel liest oder nicht, ob du genügend betest. Ja, all diese Fragen, die uns eigentlich nur einengen und uns gefangen nehmen, sondern nein, wenn Jesus Christus dein Held ist, dann ist dein Leben annehmbar, nicht aufgrund von deiner Leistung, sondern aufgrund dessen, was Jesus für dich erbracht hat. Und das ist unheimlich befreiend. Es kommt nicht mehr darauf an, was ich tue, was ich kann, was meine Gaben sind, sondern es kommt allein darauf an, was Jesus für uns vollbracht hat. 2 Verse. Nun wollen wir relativ kurz uns noch die Verse 3, 4 und 5 und 6 anschauen. Da heißt es, letzten Endes geht es um einen Selbsttest. Um die Frage, ist dieser Jesus Christus wirklich dein Fürsprecher? Und das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Und so schreibt Johannes, und daran erkennen wir, dass wir ihn, Jesus Christus, erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält,
in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu handeln, wie jener gewandelt ist. Nun, spannende Frage. Jetzt habe ich hier gerade eben gesagt, es kommt nicht mehr auf meine Leistung an. Und vier Verse weiter oder vier Verse im Anschluss wird darauf hingewiesen, nein, ich muss seine Gebote halten. Also doch wieder dieses Gefängnis, dass ich etwas vollbringen muss. Ich möchte euch die Lösung für dieses Problem geben. Johannes schreibt uns das als Selbsttest, damit wir uns prüfen können. Im Hesekiel, das ist sehr spannend, das war die Jahreslosung von letztem Jahr. Ich möchte sie euch mitgeben, löst Gott selber dieses Problem auf. Im Hesekiel Kapitel 36, Vers 26 bis 28 möchte ich euch geschwind vorlesen. Da heißt, und ich will euch ein neues Herz geben. Mach mir nicht mein eigenes Herz, sondern Gott möchte uns ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt. Die Intention von Johannes war, ich gebe euch eine Richtlinie. Wenn ich Christ bin, dann ist es in der Natur eines Christen, dass er seinem Bild, seinem Helden nachfolgt. Ja? So wie die Teenies uns das vormachen. Wenn sie ein Rockidol haben, dann ziehen sie sich an wie dieses Rockidol. Sie singen seine Lieder, sie versuchen ihn nachzuahmen. Und so ist es mit uns Christen. Es liegt in unserer Natur, dass wir den Nächsten lieben, weil Jesus uns geliebt hat. Es geht also nicht mehr darum, dass ich krampfhaft versuche, seine Gebote zu halten, sondern eigentlich ist es ein Verlangen von mir. Ich möchte nicht sündigen. Ja, früher war die Sünde die Normalität, jetzt muss ich sagen, nein, ich möchte eigentlich gar nicht sündigen und ich versuche, meinem Helden nachzueifern. Ich versuche, ein Leben so zu führen, wie Jesus es geführt hat. Ein Leben, wo ich erkennen darf, dass Jesus Leidenschaft für Menschen hatte, dass er Menschen gesucht hat, dass er ein Leben führte, in dem er Menschen liebte, in dem er sich selber hingab für Menschen, die ihn gar nicht wollten. Ja, dann schauen wir uns noch den Vers 10 an. Genau. Und da wird es auch nochmal sehr, sehr deutlich. Da heißt, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht, so wie Gott Licht ist. Der bleibt in dieser Reinheit und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Johannes, glaube ich, möchte uns davor bewahren, dass wir auch, ja, ich möchte sagen, solche Fake-Christen werden. Ja, wir alle können behaupten, dass wir Christen sind. Und deswegen gibt er uns diese Richtlinie und sagt, prüf dein Leben. Ist das, was Jesus wichtig ist, ist das wirklich auch dir wichtig? Oder sagst du nur, dass du Christ bist? Aber eigentlich schreit dein Leben etwas ganz anderes aus dir heraus. Ich glaube, Johannes war es deswegen so
so eminenz wichtig, dass er so viel Schwerpunkt auf diesen Fakt legte, weil Johannes war am Ende seiner Tage. Er sagte, ich wie in diesem letzten Lied, was wir gesungen haben von dieser Zwischenzeit, ich gehe nun den letzten Weg und ich werde meinen Erlöser, mit dem ich 30 Jahre gewandert bin, den ich von Anfang an miterlebt habe, ich werde meinen Erlöser sehen, ich werde mit ihm leben in seiner Ewigkeit. Und vielleicht hatte er diesen Gedanken von diesem Judas, der sagte, da gab es einen, der lebte mit uns, der wanderte mit uns 3 Jahre mit, der war ganz eng bei uns zusammen, aber er hat eigentlich nie wirklich zu uns gehört. Und ich möchte euch das einfach nochmal ganz, ganz nahe bringen, Leute, das ist kein Spiel. Es geht hier nicht um Religion oder um einen moralischen Gedanken, um dass wir bessere Menschen werden, sondern es geht hier um alles oder nichts. Und deswegen, ich möchte euch das so genau wie möglich erklären, weil ich nicht möchte, dass irgendjemand verloren geht. Deswegen prüft euch selbst. Lasst nicht ab davon. Und ich glaube, es ist auch eine Frage an uns selber, dass wir diesen Text wirklich mitnehmen und dass wir darüber nachsinnen. Herr, bin ich bei dir oder bin ich gar nicht bei dir, sondern lauf vielleicht nur mit. Als letztes habe ich diesen Vers 8, den wir uns noch geschwind anschauen wollen. Und da heißt, genau, diesen Halbsatz, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Ich bin ganz ehrlich, ich konnte in der lange Zeit mit diesem Vers gar nichts anfangen. Eigentlich habe ich das immer überlesen. Na, da sind quasi diese Prüfschritte und dann fängt Johannes an und sagt, und jetzt schreibe ich euch kein neues Gebot, aber doch was Neues. Und sagt, okay, das verstehe ich alles so nicht. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Und dann im Nachsatz kommt ja dieser Vers 10 und 11 mit Liebe deine Mitgeschwister. Und so ist das so, dass man das ganz gern überliest. Also so ging es mir lange Zeit. Und plötzlich war es, wie wenn der Geist Gottes zu mir sagt, verstehst du, was dort steht? Und ich möchte euch quasi diese Frage auch zurufen. Ja? Versteht ihr, was dort steht? Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Jesus ist unser Held. Er ist derjenige, der den Riesen besiegt. Vielleicht ist es in deinem Leben wirklich so, dass du sagst, wenn du wüsstest, was mich umtreibt, wie dunkel es um mich herum ist. Und Johannes schreibt dann, die Finsternis vergeht, das wahre Licht scheint schon. Jetzt, es leuchtet wieder. Okay, das Licht brennt, die Finsternis vergeht, aber das wahre Licht scheint schon. Ja, ich kenne eure Umstände alle nicht. Ich kenne sie nicht. Und vielleicht ist es bei euch wirklich so, dass ihr sagt, das sind Dinge, Ralf, wie gesagt, ich habe es schon gesagt, wenn du wüsstest, was mich wirklich umtreibt, dann würdest du vielleicht das gar nicht behaupten. Und doch schreibt Johannes in diese Situation hinein, hey, die Finsternis vergeht. Es ist kurz vor der Dämmerung.
Und diejenigen, die vielleicht ein geschulteres Auge haben, die sehen schon, ich sehe diesen Lichtstreif. Ich sehe diesen Lichtstreif und das wahre Licht, Jesus, das Licht der Welt, er kommt. Er ist auf dem Weg. Und er kommt nicht zu spät. Und als mir das zum ersten Mal wirklich so bewusst geworden ist, was dort wirklich steht, habe ich mich riesig gefreut. Das ist das, was die Christen sagen, das ist unsere Hoffnung. In allem Elend, in allem Leid, das wahre Licht kommt. Wir sind nicht mehr in der Dunkelheit. Die Dunkelheit, sie vergeht. Der neue Morgen bricht auf. Das ist das, was die Amsel jeden Morgen ankündigt. Voller Erwartung, Jesus, mein Schöpfer, komm wieder und mach alles neu. Für jemand, der von sich sagt, dass Jesus sein Held ist, ist dieser Vers wie eine Morgendämmerung. Egal wie die Umstände sind, egal wie groß deine Riesen in deinem Leben sind, Jesus, der Held, kommt. Und im Umkehrschluss, wenn du Fake-Christ sein solltest, wenn du Bekannte hast, die eben nicht an Gott glauben, die nicht diesen Jesus als Fürsprecher haben, ist diese Nachricht die schlimmste Nachricht, die es gibt. Die schlimmste Nachricht, die es in diesem ganzen Buch gibt. Die Dunkelheit vergeht. Der Fürst dieser Welt hat kein Anrecht mehr. Und es wird ein neuer König der Könige erscheinen und das Licht wird aufgehen. Und deswegen, ich möchte euch Mut machen, in euren Familien, an eurem Arbeitsplatz, in eurer Nachbarschaft, unter euren Bekannten, betet für die Menschen, die Gott noch nicht kennen. Betet dafür, tretet vor den Thron Gottes und sagt, Herr, schenk meinen Bekannten, meinem Chef, dem Nachbar, der mich gar nicht mag, schenk ihm diese Einsicht, dass du das Licht der Welt bist, dass du für ihn bezahlt hast. Nichts Schöneres kannst du diesem Menschen tun. Nichts Größeres. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Damit möchte ich euch entlassen. Und euch wirklich ermutigen, betet für die Menschen, die Gott noch nicht kennen. Lasst nicht zu, dass sie ohne Ahnung vor diesen heiligen Gott treten. Lasst nicht zu, dass sie ohne Ahnung vor diesen heiligen Gott treten. Denn das ist, was mit ihrem Leben passieren wird. Amen.